Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und heute gibt's wieder eine ganz normale und zwar keine mit Skill Upgrade, sondern einfach nur eine richtig chillige, die hoffentlich einen ja positiven Ausklang, beziehungsweise Einklang mittlerweile ja schon, des Jahres 2016 bei euch hervorrufen wird. Frohes neues Jahr wünsche ich euch natürlich allen, die hier dieses Video schauen. Ich hoffe, dass euch diese Episode gefällt und ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Wenn es der Fall sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig geil. Weitere Links in der Videobeschreibung zur Unterstützung. Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Und ohne weitere Umschweife, das wollen wir im neuen Jahr irgendwie ein bisschen reduzieren, kommen wir zum ersten Spieler für diese Episode. Und der spielt in der Liga BV und zwar bei Villarreal. Da hatten wir ja bereits Bakumbu und der war ja richtig, richtig stark. Und genauso sieht es mit dem nächsten aus. Der Kollege heißt nämlich Bailly. Ich habe keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt. Auf jeden Fall ist es ein Innenverteidiger von, ja richtig, Villarreal. Habe ich ja gerade quasi schon mal weggenommen. 71er Rating, 69 Tempo, 72 Defending und 69 Füße. Bisher allerdings hat er sich ziemlich krass verbessert, wenn man so ein bisschen auf Head-to-Head schaut und da hat er bereits ein 76er Rating, momentan zumindest bei mir 78, glaube ich, laut ja so FIFA. Deswegen gebe ich ihm ein 77er Rating, beziehungsweise predict ein 77er Rating für ihn, 76 Tempo, da sind im Vergleich ja ganze, glaube ich, plus 6, wenn ich richtig rechne, ne, plus 7, oh Gott, bin ich schlecht, plus 7, dazu hat er plus 7 Defending, dazu natürlich auch noch plus 9 Defending. Das liegt einfach daran, dass seine Stats so aussehen in Head-to-Head und das sieht nach einer richtig starken Karte aus, nach einer extrem overpowerten für die BBV als Innenverteidiger. Da hatten wir in der Vergangenheit Leute, die so ähnliche Haare hatten. Edgar Ye beispielsweise von Barcelona und dieser Bailly scheint quasi der Neue zu sein, aber nicht Bronze, sondern Gold und sieht richtig, richtig stark aus. Ich denke mal auf jeden Fall, dass man mit dem einiges erreichen kann, dass diese Karte definitiv uns erwarten wird als Gold-Upgrade. Ich habe mir gesagt, dass viele Spieler, die ich predikte, ganz nice aussehen, aber dass ich nicht glaube, dass ihr das machen wird. Ich kann es mir schon vorstellen, gerade bei beispielsweise Spielern wie Bailly, die halt auch in der Welt bereits Gold sind und ich hoffe einfach, dass sie es machen werden, weil verdient wäre es und warum eigentlich nicht. Predikten kann man sie auf jeden Fall schon mal trotzdem. Wir kommen zum nächsten und der spielt in der zweiten Bundesliga. Sein Name Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg. Extrem wichtig für die Glubberer momentan in dieser Saison, ist der stärkste Spieler bei denen zusammen mit Alessandro Schöpf. Schöpf ist ja bereits im Gespräch unter anderem bei Hannover 96 gewesen oder auch beim FC Schalke 04 und natürlich ist auch Burgstaller im Gespräch bei vielen Erstligisten, unter anderem Ingolstadt oder auch Hannover 96. Ob das Ganze funktioniert, mal sehen, hat er seinen ehemaligen Sportdirektor Bader bereits bei uns. Ein 87 großer Flügelspieler ehemals, hat er bei Cardiff gespielt, ist im Sommer jetzt ablösefrei zu Nürnberg gewechselt und hat da richtig gut gespielt. Bisher 18 Spiele, 9 Tore und 4 Vorlagen für den Jungen, also alles andere als schlecht. Ist übrigens, glaube ich, schon im Winter. Genau, im Winter ist er schon zu Nürnberg gekommen. Also dieses Jahr war er jetzt quasi vollständig bei den Männern vom Club. Aber trotzdem bisher 13 Scorerpunkte in 18 Spielen. Das ist mehr als ordentlich. Und dementsprechend denke ich mal, dass ein Upgrade auf 73 angemessen wäre. Head-to-Head hat er, glaube ich, 71. Aber ich denke mal trotzdem, man könnte den ein bisschen im Silberbereich noch anheben, als Elite-Silberspieler quasi zu machen. Und ja, ich bin gespannt, ob das passieren wird und wenn ja, wie lange das noch dauern wird und wie stark er wirklich werden wird. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, gerade die Clubfans unter euch können das auf jeden Fall gerne mal machen, aber ich denke auf jeden Fall, dass man da einiges erwarten kann bei Guido Burgstaller. Wir kommen zum nächsten und der ist ebenfalls eine ziemlich interessante Karte, Olivier Giroud. Zwar hat der Head-to-Head mittlerweile einen Downgrade bekommen auf 81, ich kann das aber überhaupt nicht verstehen. Arsenal ja momentan Tabellenführer in der Barclays Premier League. Die spielen eine richtig krasse Runde, auf jeden Fall auch dank Mesut Özil, dank Alexis Sanchez, dank Santi Cazorla, mittlerweile ja verletzt ist und natürlich auch wegen Olivier Giroud. Der hat bereits 10 Saisontore auf dem Konto und das ist eigentlich für mich ein Grund, ihn abzugraden auf 83, wie ihr ja auch sehen könnt. Seine Stats sind immer noch sehr, sehr gut und sie machen ihn mittlerweile fast schon deutlich interessanter als vorher. 70 Tempo, 84 Shooting, 70 Passen, 85 Füße, 73 Dribbling würde ich für ihn predikten. Das sieht alles andere als schlecht, das sieht sogar richtig gut aus. Für mich ein mega interessanter, mega sympathischer Stürmer, den ich extrem gerne mag und ich denke mal, gerade mit seinen aktuellen Leistungen verdient er sich dieses Upgrade und ich denke auch, dass Arsenal weiterhin oben mitspielen wird und vielleicht haben sie dieses Jahr endlich mal die Chance bei Arsene Wenger in seiner vielleicht letzten Saison Meister zu werden. Ich bin gespannt, schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare, sowohl zum Upgrade für Olivier Giroud, als natürlich auch zu der Aktion mit Arsene. Meint ihr, die können Meister werden? Meint ihr, Leicester City wird oder meint ihr, Manchester City oder irgendein anderer Top-Club werden die noch abfangen? Wir kommen zu einem der Top-Clubs aus der portugiesischen Liga und zwar zu Benfica Lissabon und da spielt einer, der bereits im Champions League Porträt war auf Sky und zwar ist sein Name Gonçalo Guedes. Der ist momentan richtig am Durchdrehen, ist in der Entwicklung unfassbar stark. Letzte Saison war er noch eine Bronzekarte, hatte noch in irgendeiner Serie drin gehabt. Mittlerweile Silberkarte, 70er Rating, 81 Tempo, 74 Dribbling. Upgrade in meinen Augen angemessen auf 74 in Netto, 73. Ich denke, 74 geht auch. 84 Tempo dazu, 78 Dribbling, 60 Füße, 66 Passen und 71 Shooting. Sieht extrem, extrem nice aus. Dazu wären Forster Skills in meinen Augen angebracht. Ich glaube, der hat bisher nur 3. Ich kann aber gerade nicht nachgucken, weil es auf FIFA doch, so auf FIFA funktioniert wieder. Das heißt, ich kann kurz nachgucken. Wenn nicht, sollte ich ihn vielleicht nochmal in die Skill Upgrade Prediction mit reinnehmen, wobei das eigentlich unnötig ist, weil ich es ja jetzt schon sagen kann. Und zwar hat er 3 Stände Skills. Ich denke mal, aber 4 könnte man auf jeden Fall da
da auch verteilt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da so passieren wird. Ich glaube, dass der ja richtig durchdrehen würde in den nächsten Monaten. Gerade in der Champions League. Benfica ist ja weitergekommen und GDS ist auf jeden Fall einer der Youngsters, bei dem ich relativ sicher bin, dass der the next big thing werden könnten, wenn sie denn so weiter spielen. Bisher in der Liga, NOS, 3 Tore, 6 Vorlagen in 13 Spielen. Das ist alles sehr vielversprechend. Ich bin gespannt, was da noch so passieren wird. Wir gehen zum nächsten und das ist, ja, ich fasse es eigentlich selber nicht, dass ich das tatsächlich mache, aber ein Braun, ich will es nicht aussprechen, aber ihr wisst Bescheid, das ist auf jeden Fall Kilifi. Ihr habt euch den gewünscht, genauso wie Giekiewicz. Ich habe mich entschieden, bei Kilifi eher das Upgrade vorzunehmen als bei Giekiewicz, weil, ja, Torhüter sind immer ein bisschen schwer zu upgraden, obwohl wir noch einen haben für diese Episode. Aber zunächst einmal hat Kilifi erstmal ein 65er-Rating gehabt in dieser Saison und ich denke mal, man könnte das auf jeden Fall anheben. Der spielt richtig stark bei Braunschweig, kann man, jetzt habe ich es doch gesagt, kann man nichts gegen sagen und dementsprechend sollte man auf jeden Fall was tun. In Head-to-Head hat er ein Rating von 67 und genau das würde ich ihm auch geben in FIFA 16 Ultimate Team. Allerdings denke ich mal, dass EA, wenn sie ihn upgraden, gleich nochmal ein bisschen mehr machen wird als momentan in Head-to-Head und dementsprechend wäre das dann ein 68er-Rating für den Kollegen Kilifi Salim. Heißt er mit Vorname, ist Schweizer und wird eventuell in Zukunft mit seinen 21 Jahren noch ein bisschen was bewegen können. Ich gebe ihm jetzt mal 82 Tempo, 74 Dribbling, 56 Shooting und 64 Passen. Das sind im Vergleich schon mal immerhin plus 3 Pace, plus 4 Dribbling, dazu noch plus 6 Shooting und plus 3 Passen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich denke mal, viele der BTSVler von euch können, ja, damit leben. Ihr solltet dankbar sein, dass ich es überhaupt gemacht habe. So, wir kommen zum letzten Spieler für diese Episode und das ist ein Torwart, wie gerade angesprochen, sein Name Keylor Navas von Real Madrid, der in meinen Augen immer noch so unterbewertet ist. Also der hat letzte Saison richtig stark gespielt und auch diese Saison ist der richtig, richtig am Abgehen bisher. Ist unfassbar stark auf der Linie, hat Reflexe bis zum geht nicht mehr, ist auch außerhalb des Tores von seiner Defensive ja mittlerweile oft zurückgelassen, einer der besten Keeper der Liga und dementsprechend denke ich mal 79. Das ist einfach ein bisschen zu wenig und dementsprechend sollte der Kollege auf 81 upgraded werden. Hat er natürlich auch 81, können wir sogar vorstellen, weil er Realskeeper ist, dass er auf 82 hochgeht. Allerdings ist er schon ein bisschen älter, dementsprechend denke ich nicht, dass EA da nochmal so, also 28 ist noch nicht alt für einen Torwart, verstehe mich da nicht falsch, aber ich denke, EA wird da nicht mehr so hochgehen und dem Costa Ricaner lediglich ein 81er Rating vorerst geben. Vielleicht wird es nächstes Jahr im Sommer dann bei FIFA 17 das höhere Rating. Ich bin gespannt, aber auf jeden Fall in meinen Augen hat Keylor Navas, der ja auch Kiko Casilla überhaupt keine Chance momentan lässt, irgendwie Stammtorwart zu werden, das auf jeden Fall verdient. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich denke mal aber, dass ihr da relativ konform mit mir gehen werdet. Navas ist einfach unbestritten ein richtig guter Keeper. Der war auch schon bei Levante richtig stark und dementsprechend hat 81er Rating für ihn definitiv angemessen. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, 1000 Likes. Richtig, richtig geil. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder, die mir einfach morgen kommen sollte. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt und wir sehen uns dann bei diesem nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao. Dreimal was dann. Was ist mit mir los? Egal.